Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Weitblick Ost. Heute mit einem Spezialgast, Gor Rasserdin. Gor Rasserdin ist spiritueller Lehrer, betreibt den YouTube- und Telegram-Kanal Altera TV und ist gebürtiger Russe. Darf ich das so sagen, Gor? Okay. Gor, ich sagte es gerade schon, du bist spiritueller Lehrer. Es soll heute also weniger um Politik gehen, sondern mehr um die spirituelle, um die geistige Dimension der Ereignisse, die hier auf der Welt stattfinden. Ja, also es ist ja alles Politik und Wirtschaft, es ist ja alles menschlich und alles, was menschlich ist, da muss ja irgendwie Geist mit drin sein. Wir erleben derzeit so eine Art Kampf der Systeme. Ja, also auf der einen Seite beispielsweise Gender gegen die Familie. Auf der anderen Seite die Pharmaindustrie gegen die Naturheilkunde. Die Globalisten gegen die Völker und Nationen. Was sind das für Systeme, die da miteinander konkurrieren? Könntest du das präzisieren? Gerne. Ich grüße alle Zuschauer und Zuhörer nochmal von mir. Und mir ist diese Herangehensweise ganz recht. Ich denke, in diesem Konflikt fehlt gerade so die übergeordnete Sicht, ja, auf die metaphysische, spirituelle Komponente des Konflikts. Und du hast jetzt schon ein paar Eckpunkte genannt. Das stimmt ja auch, das sind Facetten dieses großen Konflikts, was wir jetzt schon in die heiße Phase übergehend sehen. Und hier kann ich anknüpfen und sagen ganz grob, diese Unterscheidung ist möglich, ist auch gerechtfertigt, auch wenn das nicht alles ist. Das ist sozusagen ein Kampf zwischen traditionellen Werten und Kampf zwischen den neuartigen Unwerten ist. Ja? Ihr seht, ich bin parteiisch und ich stehe auch dazu. Also diese Gender-Problematik ist vielleicht ein sehr deutliches Phänomen in dieser ganzen Giftbrühe, die über die Weltbevölkerung jetzt ausgegossen wird in breiten Propagandaströmen. Und dazu gehören tatsächlich viele Komponenten der kompletten Umformatierung der Welt, aber auch des menschlichen Bewusstseins. Und dazu gehört eben die Zerstörung von alten, überholten Werten wie Familie, nationale Zugehörigkeit, nationale Gefühle oder auch einfach nur traditionelle Werte, das Mann-Weib-Rolle, Eltern, Kinder, das alles soll aus der Sicht der Weltverbesserer in Anführungszeichen abgeschafft und formatiert werden. Das ist ein Teil des groß angelegten Programms der Weltumformatierung, was wir kurz als Neue Weltordnung zusammenfassen oft. Ne? Welche Kräfte stehen dahinter und welche Kräfte wirken entgegen? So in der Polarität, in der einfachen Aufteilung bleibend, könnte man sagen, alle Menschen, die das Abschaffen der alten Werte nicht gut finden, kämpfen mehr oder weniger passiv dagegen. Die Aktivität lässt noch zu wünschen übrig. Es wird sozusagen überrollt, ja, der Mensch, und es wird als neu und unumgänglich verkauft und die Menschen passen sozusagen, ja, die nehmen es hin. Dennoch wird der Widerstand stärker, das spürt man schon. Was wollen die denn erreichen? Was ist denn deren Ziel? Oder was ist deren Beweggrund? Ich würde sagen, damit diese Rettung der Elite überhaupt möglich sein wird in der Zeit, wo die alte Weltordnung tatsächlich untergeht, ja, unabhängig davon, was für Szenarien sie dann für sich ausdenken.
Im Prinzip ist ein großes Rettungsprogramm. Sie wollen sich retten, indem diese Welt umformatieren. Weil sie haben korrekt ausgerechnet, diese Welt ist nicht nachhaltig. Ich meine jetzt unsere menschliche Welt mit dieser Zivilisation, mit diesem Wirtschaftssystem, Geldsystem, politischen System. Es ist tatsächlich am Ende. Man könnte sagen, es liegt unter der Lungenmaschine. Und sie sind Vordenker und sie haben verstanden, um das in eine Form zu pressen, wo sie im Sessel bleiben und nicht nur im Bunker, brauchen sie tatsächlich eine komplette Umformatierung, auch des politischen Gebildes. Und damit Menschen das erlauben, damit sie ihre nationale Souveränität zum Beispiel aufgeben, muss auch das Bewusstsein umformatiert werden. Also das Ganze ist nicht Jux und Tollerei, sondern tatsächlich ein durchdachtes, korrekt durchgeführtes Programm von Feinden der Menschheit. So könnte ich sie definieren. Entschuldigung, Gor, jetzt habe ich aus vielen deiner Beiträge aber noch eine tiefer liegende Ebene herausgehört. Wir sind jetzt so ein bisschen auf dieser politischen Ebene auch geblieben, dass es da um eine Umformatierung zum Machterhalt geht, um Nationalstaaten und neue Systeme der Steuerung. Da sind wir vielleicht bei den chinesischen Social Credit Systemen statt dieser altmodischen Demokratie, die da die Europäer haben. Jetzt gibt es da ja aber noch sozusagen eine tiefere Ebene, wenn man Klaus Schwab liest, dann geht es nicht nur um ein neues System, sondern es geht wirklich auch um einen neuen Menschen. Ja? Also um eine Ersetzung beispielsweise der biologischen Mutterschaft und Elternschaft und um eine Neuformatierung unserer DNA dauerhaft, um bestimmte Gefühle an- und abzuschalten und diese Geschichten. Das klingt ja jetzt schon nicht mehr nach einfach nur machtgierigen Politikern, die da in ihren grauen Anzügen, in ihren großen Büros sitzen und da einfach sitzen bleiben wollen. Also das klingt schon nach einer tiefer liegenden Motivation. Wie ist da der Zusammenhang? Im Prinzip, wenn wir in diese Parteien, das ist nicht eine Partei, tiefer einsteigen, dann sind tatsächlich Ebenen. Ich habe von der für alle fassbaren Ebene gesprochen, wobei sie betrifft auch diese Schwabs und Company teilweise. Dahinter sind natürlich Spieler, die nicht in der Öffentlichkeit sind, sind auch nicht einheitlich. Das ist nicht eine Partei. Bevor ich jetzt in die Tiefe einsteige, welche Prinzipien und Wesenheiten dahinter stehen, vielleicht nochmal zum Verständnis. Das höre ich immer wieder. Und es ist schade, dass nicht differenziert über diese Szenerie nachgedacht wird. Die häufige Aussage ist, sie sitzen alle in einem Boot. Und das stimmt nicht. Das ist eher eine Schlangengrube-Variante. Das sind tatsächlich große Parteien mit unterschiedlichen Szenarien der Weltumformatierung, mit unterschiedlichen Interessen, die zum Teil im Clinch liegen miteinander und zum Teil miteinander kooperieren, je nachdem. Taktische Bündnisse sind natürlich gegeben. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn man denkt, und das tun viele, es ist irgendein Programm, sie haben alles im Griff, alle Politiker spielen mit, dann das verhindert, dass differenziertere Nachdenken oder die Analyse, wer was macht, zu welchen Zwecken, wer gerade gewinnt, wer ist am Drücker, wer zieht jetzt den Kürzeren. Man muss diese Analyse nicht betreiben, aber es ist gut, wenn einfach diese Grundidee verstanden wird. Das ist in Wirklichkeit, beobachten wir Kampf der verschiedenartigsten Eliten miteinander. Und die offensichtlichen Ebenen sind zum Beispiel diese Transhumanisten, sagen wir, um sie von Globalisten zu unterscheiden. Auch wenn sie Globalismus natürlich im Programm enthalten haben als neue Weltordnung. Und dennoch, Transhumanisten, so wie Schwab, Musk, Harari, Zuckerberg, ja, die natürlich auch zusammen mit Digital Mafia und Pharma-Mafia arbeiten, ist eine Ecke. Und die Globalisten der alten Art, die Kapitalisten quasi, ja, Geld,
Systeme, Banken, Öl, so, die sind nicht identisch. Die haben auch unterschiedliche Szenarien für die Entwicklung. Ne? So, einer unterscheidet sich, ich bin Weltpferde. Dann gibt es natürlich alte Adelseliten und Vatikan, die schon mehr spirituell magisch arbeiten. Ihre Pläne sind auch nicht identisch mit Plänen von diesen zwei Gruppen. Das ist einfach mal vorab, dass wir noch auf dieser Ebene bleibend, trotzdem schon große Gruppierungen beobachten, schon ganz geschweige von kleineren Splittergruppen oder Nationaleliten, die in jedem globalistischen Projekt großteils abgeschafft werden müssen. Und das verstehen die Klugen, das riechen die Dummen in diesen Eliten und sie werden einfach gekürzt, weil in einem zentralistischen globalen System sind diese ausgewachsenen Eliten und jeder ein kleines Fürstchen nicht nötig. Sie werden abgeschafft oder reduziert auf Befehlsempfängersniveau. Und das wollen sie nicht. Also Nationaleliten leisten zum Teil Widerstand, zum Teil führen sie Befehle aus, zum Teil praktizieren sie Sabotage. Wir sind immer noch auf diesen politisch Machtschiene und hier sehen wir schon eine komplexe Szenerie. Ich habe noch nicht angefangen mit tieferen Schichten, aber du hast eine Frage oder Einwurf. Ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, diese unterschiedlichen Kreise, du nanntest es gerade, da gibt es die alten Finanzeliten, die Industriellen, da gibt es so diese Ecke der Transhumanisten, bei denen sozusagen gibt es eine Interessenkonvergenz, die ist grundsätzlich da, es geht in eine ähnliche Richtung, aber sie scheiden sich immer dann dort, wenn es sozusagen um die Fresstöpfe geht. Das auch, aber es gibt auch grundlegende Unterschiede in der Vorstellung, wie die zukünftige Welt ausschauen soll. Wie die was? Entschuldige, das habe ich akustisch jetzt nicht verstanden. Es gibt grundlegende Unterschiede, wie die Zyklen... Wie die zukünftige Welt ausschauen soll. Programme sind nicht identisch. Ah, die zukünftige Welt. Und auch die Wege. Es gibt zum Beispiel sehr stark voneinander unterschiedliche Auffassungen. Soll das über den Krieg, Kollaps, Wirtschaftskollaps geschehen, oder soll das System in der Übergangsphase aktiv bleiben, funktionierend bleiben, also durch Zerstörung oder ohne Zerstörung, also weicher oder harter Übergang. Mhm. Das sind zum Beispiel ein sehr großer Unterschied und das sind in verschiedenen Elitengruppen gibt es Parteien, Unterparteien. Also es ist nicht so, dass eine Gruppe komplett einig ist über ein Programm. Das ist ein dynamisches Miteinander und Pläne ändern sich auch. Wir haben jetzt vor kurzem gesehen, wo den Betreibern von Corona-Projekt deutlich geworden ist, dass sie mit ihrem Latein nicht mehr weiterkommen. Das heißt, sie haben alle Freiwillige durch schon Omikron. Und jetzt wird C schwierig mit unkalkulierbaren Risiken, wenn der Widerstand kommt. Und wir haben gesehen, dass hier zum Beispiel die Kriegspartei übernahm. Das heißt, wir kommen so nicht durch in unserem Programm. Wir müssen jetzt über die Zerstörung laufen lassen. Ne? Entschuldige bitte, das würde ja bedeuten, dass die, ich nenne es einfach mal die Kriegspartei und die Corona-Partei, dass die dann doch irgendwo an einem Strang ziehen oder zumindest das gleiche Ziel verfolgen. Sie haben taktische Schnittmengen, können wir so sagen. Die ziehen nicht grundlegend am gleichen Strang, aber immer wieder kooperieren sie miteinander, wenn für ihr Programm die Ziele relevant sind. Also deswegen ist das auch auf diese Vermischung. Wer macht was? Oft machen sie gemeinsames Ding. Taktisch heißt nicht, dass sie strategisch einig sind oder dass sie überhaupt zu einer Partei gehören. Ne? Okay, jetzt klingt das alles ja wirklich furchtbar. Da gibt es alte Eliten, die kontrollieren den militärisch-industriellen Komplex, die kontrollieren das Finanzsystem. Sie gehören auch nicht einer Ethnie oder einer Gruppe an. Das ist ja das, was der Mainstream uns immer gerne vorwirft, dass wir das behaupten würden, was wir aber nicht tun. Und da ist man ja als Einzelner, als kleiner Mensch ziemlich der ganzen Sache ausgesetzt.
das Ding läuft auch schon ziemlich lange, ja. Warum geben die dort jetzt so einen Speed? Warum, wenn sie doch alles seit Jahrhunderten unter Kontrolle und seit Jahrtausenden unter Kontrolle haben, warum müssen sie jetzt hier mit Corona und mit dem Krieg in der Ukraine, wie du sagst, das hängt wohl miteinander zusammen, warum müssen die jetzt, haben die Angst oder läuft denen die Zeit davon? Was ist los? Sie haben Heidenangst, zum Teil in Panik. Menschen, die etwas besser Bescheid wissen über das, was wirklich läuft auf dem Planeten. Sie haben ein sehr gering gewordenes Zeitfenster für die Umformatierung und die Selbstrettung. Die stehen mit dem Rücken zur Wand. Deswegen. Warum enges Zeitfenster? Zum Teil, weil das systemische Kollaps ist. Wir befinden sich mittendrin in diesem systemischen Kollaps. Nicht partiellen, sondern kompletten. Man könnte grob sagen, dieses globale System hat einen Grad an interner Komplexität erreicht oder Kompliziertheit erreicht oder überschritten, wo es nicht mehr funktionieren kann. Es kollabiert an einer, an der eigenen Gewicht, an eigener Überkomplexität und internen Konflikten. Also die Ressourcen des normalen Wachstums dieses Systems sind längst ausgeschöpft. Und das ist allein systemisch gesehen, wirtschaftlich, politisch, militärisch. Und es gibt eine viel tiefere Ebene oder wichtigere Ebene, die sie nicht abwenden können. Und die Wissenden wissen darum, dass der ganze Planet, das Universum und unser Planet inklusive in einem Anlauf zu einem Sprung sich befinden. Es ist nicht einfach so irgendeine spirituelle Überlegung, Ahnung, Prophezeiung. Das sind harte Fakten anhand von Daten über zum Beispiel Magnetfeld der Erde, der schon 40% schwächer geworden ist und zwei zusätzliche Pole bereits ausgebildet hat. Verstehen Sie, was das bedeutet, dass es zu einem kurzzeitigen Ausschalten des Magnetfeldes führen kann, was bedeuten würde, dass kosmische und Sonnenstrahlung ungefiltert auf die Erde eintrifft. Und das bedeutet wiederum, dass die Elektronik durchbrennt. Das heißt, das System wird von jetzt auf gleich nicht mehr managebar. Ne? Oder die Entwicklung der Kataklysmen auf der Planeten, was immer als einfach Klimaerwärmung da verkauft wird. Der Planet ist im Aufruhr, die Kataklysmen ansteigen und zwar exponentiell. Und Sie wissen. Entschuldige bitte, erklär bitte ganz kurz. Du hast jetzt also dem ersten Punkt gesprochen, ja, dem Magnetfeld und dass es da auch zu solaren Sonnenstürmen kommt. Und jetzt hast du ein zweites Beispiel genannt, ja, die Kataklysmen. Was ist ein Kataklysmus? Naturkatastrophe ist vielleicht ein geläufigeres Wort. Bloß hier reden wir nicht mehr von vereinzelten Überschwemmungen oder Erdbeben, sondern über eine planetare Ansteigung von allen Katastrophen zusammen, die sich kumulieren. Stürme werden stärker, Überflutungen sind an der Tagesordnung, und Vulkane, Erdbeben und so weiter. Der Planet ist tatsächlich in Bewegung gekommen und die sogenannten Eliten verfügen sehr wohl über diese Daten. Sie sehen diese Tendenz. Sie macht ganz deutlich, dass das Zeitfenster, wo alles noch managebar ist, wo sie alles noch im Griff haben, gering ist, kurz ist. Wie kurz, wie lang, wissen sie nicht genau, weil da viele unvorhersehbare Sachen geschehen. Aber was Sie wissen, ist, dass die Zeit kurz ist. Also solange Sie noch am Drücker sind, solange das globale Wirtschaftssystem noch nicht kollabiert ist, solange die Kataklysmen Ihnen das Werk nicht lahmgelegt haben, müssen Sie handeln. So, das ist der Druck, unter dem Sie stehen. Und es sieht im Moment für Sie nicht gut aus, dass Sie das auf die Reihe bekommen. Jetzt hast du Ereignisse und Phänomene angesprochen, die weit über das hinausgehen, was Menschen beeinflussen oder steuern könnten.
solare Sonnenstürme, kosmische Einflüsse, dadurch eine Verschiebung des Erdmagnetfelds und Naturkatastrophen. Jetzt frage ich ganz dumm, was nützt denen jetzt die Leute zu impfen? Was nützt denen jetzt der QR-Code oder das Social Credit System? Was hilft denen der Krieg in der Ukraine in Bezug auf diese Dinge, die da auf uns alle ja zurollen? Nicht nur auf die, sondern auch auf uns. Es ist wie wird da ein Schuh draus? Im Prinzip, bis alles nicht mehr managebar wird. Es ist aus der Sicht jetzt speziell Corona-Sache oder Partei, ist aus dieser Sicht sehr, sehr wichtig, dass bevor die Chaosphase beginnt, dass jeden Menschen ein wildes Tier sein kann, wenn er nichts so zu fressen kriegt, ja? Dass sie es steuerbar bekommen, dass sie es hinkriegen, dass die Menschenmasse steuerbar wird, reduziert natürlich, reduziert. Geringer und steuerbar vor allem. Dafür dient dieses Programm. Entschuldigung, von welchem Zeitraum sprechen wir? Zeitraum bis wann? Was meinst du? Bis? Naja, bis dieser Nullpunkt des Erdmagnetfeldes, die Kataklysmen, diese Dinge eintreffen. 10 Jahre, 100 Jahre? Nein. Es ist aneinander gekoppelte Prozesse. Und hier bin ich an dem Punkt, wo du sagst, der Mensch kann darauf nicht einwirken, sehr wohl. Und auch vor allem kollektiv als Menschheit, ich sage mal, Menschheit wirkt auf diese Prozesse ein. Insofern, dass dieses Programm aneinander gekoppelt ist, abhängig davon, was Menschheit tut, zum Beispiel in Bezug auf Auflösung von Völkerkarma, alte Rechnungen, ja? In Bezug auf Zerstörung oder Nichtzerstörung des Herrschaftsprinzips auf dem Planeten, ja? In Bezug auf die Verhältnis zur Erde, ja? Das steht unser Wirtschaftssystem sozusagen im Fokus, stören wir weiter, vergewaltigen wir weiter diesen Planeten, das Bewusstsein hat, also lebendiges Wesen ist. Abhängig von davon, was Menschheit tut jetzt in dieser Phase, werden auch die Prozesse so oder so laufen, schneller oder langsamer, bald oder es wird Zeit eingeräumt, damit die Menschheit noch irgendeine Lektion erledigt oder ruhiger zeigt. Das ist alles aneinander gekoppelt und das ist nicht zwei verschiedene Zeitschienen, sondern es sind ineinander greifende Prozesse. Aber Frage Jahre oder Jahrhunderte. Es ist so, dass wir im Prinzip schon bereits vor Jahren das alles hätten haben können. Wir haben im Prinzip 4 Jahre durch den Trump-Regierung an Aufschiebung bekommen. Und wenn das nicht der Fall wäre, wäre Hillary Clinton damals an die Macht gekommen, hätten wir das Gespräch wahrscheinlich nicht mehr geführt. Ja. Jetzt sagst du, ich vereinfache das jetzt natürlich, auf der einen Seite gibt es diese alten Kräfte, die alten Kräfte, ja, Vielzahl, die immer wieder an einem Strang ziehen, dann aber auch mal wieder Schlangengrube gegeneinander kämpfen, sind ja sowieso, sage ich mal, ziemlich gestörte und kranke und verlorene Kräfte, wenn man so will. Also ich will nicht in deren Haut stecken. Jetzt sagst du, auf der anderen Seite gibt es aber auch Bewusstsein, was diesen Prozess verlangsamt oder sogar umkehren kann. Wer sind denn diese Kräfte auf der anderen Seite? Kann ich da irgendwo in einem Club beitreten? Oder? Ja, man ist schon in Clubs. Wir sind im großen Club der Menschheit. Wir sind im Club der Egregoren, Nationalseelen, ja, die absolut wirksam in diesem Prozess sind. Wir sind natürlich auch in Kontakt mit Hyperraumwesenheiten,
die das alles gestalten, vorantreiben und die sehr wohl auf die Menschheit schauen. Und auch wenn das für die meisten Menschen unsichtbar ist, dieser Partner, ja, oder Gegenspieler zum Teil, je nachdem, von wem wir sprechen, sind sehr wohl darauf ausgerichtet, was die Menschheit gerade tut. Sozusagen ein Ping-Pong mit einem unsichtbaren Sparringspartner. Ja? Gor, du sagtest jetzt, dass sozusagen auf, ich nenne sie jetzt einfach mal der lichten Seite, auf der guten Seite, es Wesen gibt, vielleicht manche nennen sie Engel und andere nennen dieses ganz große Wesen vielleicht Gott. Jetzt sagtest du, es ist ein schwieriges Konzept für viele Menschen, weil man das nicht sehen und nicht greifen kann. Die materielle, physische Welt, da kann ich sagen, alles ist Materie, alles ist vorbestimmt. Ich bin nicht mehr als ein Biocomputer, der folgerichtig, logisch abläuft. Gott gibt es nicht. Ja, das ist. Und da haben wir jetzt wieder, ganz kurz, da haben wir jetzt wieder diese Dualität, wie vorhin, Globalisten gegen Völker, Gender gegen Familie. Es ist ein Kampf der Systeme. Auf der einen Seite, weil du jetzt den Geist ins Spiel gebracht hast und das Spirituelle. Auf der einen Seite haben wir die, die sagen, es gibt nur das Materielle. Unsere Wissenschaft ist das einzige Richtige. Und auf der anderen Seite fingst du jetzt mit Wesenheiten oder mit Gott an. Wie kann denn der Mensch, der davon keine Vorstellung hat, wie kann er denn diesem Gott und diesen Engeln begegnen? Wo findet man die denn? Du hast das große Problem angesprochen. Ja, das ist in der Tat so, dass die Menschen, die diese Dimension, eine wirkende Dimension, nicht sehen, nicht verstehen, von ihrer Existenz nicht wissen, können auch nicht real begreifen, was jetzt gerade in der Welt läuft. Sie werden immer dann auf politisch-militärischen, wirtschaftlichen Ebene bleiben, ohne die tiefen Ursachen und vor allem tief wirkende große Spieler überhaupt zu verstehen. So, was hilft hier? Es hilft die simple Erkenntnis, dass das, was euch euer Schulwissen vorgegaukelt hat, sehr begrenzt ist. Dass es sehr wohl Wesenheiten gibt und gab es immer mehr noch. Die meisten Wesenheiten in diesem Universum sind feinstofflicher Natur. Ein geringer Teil, so wie inkarnierte Menschen, das ist das, was wir anfassen können. Bloß wenn jemand stirbt, ist er noch da. Er hat den Körper abgelegt und das ist vielleicht so ein Einstieg für die Menschen, die wissen, es gibt Kommunikation mit den Toten. Ne? Das heißt, Mensch, wenn er Körper abgelegt hat, ist da. Das heißt, er ist im Hyperraum oder in der Feinstofflichkeit. Und diese Feinstofflichkeit ist nicht allein für den Menschen da. Da leben Wesenheiten, das ist ihre Welt. Engel ist eine Variante, du hast das angesprochen. Es gibt das, was Mensch früher Regner genannt hat. Ja? Götter, sagt man heute. Sowas wie Thor und Odin und Freya und so weiter. Und wenn der Mensch denkt, das ist einfach nur alte Mythologien, dann denkt er, die alten Zivilisationen nichts anderes zu tun gehabt haben, als die ganze Zeit Märchen dazu schreiben. Also Aussage an dieser Stelle, es gibt diese Wesenheiten. Es gibt Engel, es gibt Regner, sie sind nicht identisch. Es gibt dunkle Kräfte im Hyperraum und helle Kräfte. Es ist nicht so, dass die geistige Welt per Definition was Gutes für die Menschheit will. Hier haben wir dieselbe Problematik wie in der angesprochenen politischen Szene. Es gibt Parteien, es gibt Gattungen und Spezies mit unterschiedlichen Zielen. Und sie sind alle beteiligt an dieser Zeitenwende. Wenn man diese Dimension nicht im Hinterkopf hat, dann begreift man nicht, was läuft. Wenn man das mal akzeptiert hat, dass es Fakt ist, auch wenn die Wissenschaft keinen blassen Schimmer davon hat, dann beginnt eine Reise in diese unsichtbare, aber sehr bevölkerte Welt. Gor, vielen Dank. Wie kann denn jetzt
jemand, der sich mit diesen Dingen nicht beschäftigt, wie kann denn jemand dort mehr erfahren? Du als Russe hast vielleicht Zugang zu einer wirklich direkten Linie, einer direkten Linie an Schule, an Lehrerschaft, an Nachfahren in Sibirien oder in der nördlichen Region zwischen St. Petersburg und Finnland, wo die Samen leben. Es gibt ja noch verschiedene Regionen in Russland, wo noch Fragmente, Reste dieses Wissens übrig geblieben sind, auch in Altai-Gebirge, was der Kommunismus nicht zerstört hat. Und es gibt in Südamerika gibt es noch Fragmente, in Afrika gibt es noch Fragmente, in Nepal, ein paar Nachfahren der Aborigines in Australien haben auch noch Wissen. Hier in Europa wurde ja über Jahrhunderte alles, was heidnisch und rückständig ist, ausgerottet. Und jetzt gibt es Leute, die machen ein Wochenendseminar an der Volkshochschule und stecken sich eine Feder ans Haar und sagen, ich bin jetzt spirituell oder Schamane oder ich kann jetzt mit den Wesenheiten kommunizieren. Das stimmt aber meistens nicht. Und da gibt es auch Leute, die geraten auf die falsche Bahn. Welche Möglichkeit gibt es jetzt seriös und ernsthaft für Menschen, die jetzt hier in dieser eher materiellen Welt groß geworden sind und keine Möglichkeit haben zu sagen, ich gehe jetzt mal hier zum Schamanen ins nächste Dorf. Was ist denn die beste Anlaufstelle für Menschen hier, dort in dieses Wissen, in diese Lehren tiefer einzusteigen, sich eine Orientierung zu verschaffen? Ich sehe die Landschaft, die spirituelle Landschaft sehr kritisch. Es ist, du hast das auch gerade angesprochen, vieles sehr oberflächlich, nicht wirklich auf Wissen basierend. Und mit Wissen meine ich nicht unbedingt eine alte Schule, Lehre oder Tradition. Die gibt es. Auch sie sind eigentlich nicht alt genug für uns, auch wenn sie Jahrtausende hinter sich haben. Es ist oft so, dass die alten Wissensgebilde bereits bei der Erschaffung verzerrt waren. Auch früher gab es Politik, auch früher haben Sieger die Geschichte geschrieben und vieles wurde den Menschen von bereits angesprochenen Hyperraumwesenheiten, von Regnern, übertragen. Es heißt nicht, dass alles für bare Münze zu nehmen ist, auch wenn das alte gesegnete Tradition ist. Auch hier ist ein kritischer Blick notwendig. Dann, was wurde übertragen? Was wurde davon verstanden? Was wurde davon behalten? Was wurde weitergeleitet? Wie versteht der heutige Mensch das, was damals gesagt wurde? Das sind so viele Filter auf diesem Prozess, dass ich pauschal sagen könnte, das Alter einer Tradition schützt dich keineswegs von einer falschen Spur. Mehr noch, vieles Wissen ist auch nicht ewig. Nichts ist ewig. Oder unterschiedliche Zeiträume sind für verschiedene Konzepte relevant. Das Wissen stirbt auch oder verduftet sich. So wie die alten Kraftplätze zum Teil nicht funktionieren, so funktionieren auch viele alte Konzepte nicht mehr in der neuen Situation. Hier müssen neue Konzepte, Lehren erschaffen werden. Und hier bin ich nicht der Meinung, dass der Westler sozusagen aufgeschmissen ist, dadurch, dass er abgeschnitten ist von der alten Tradition, die hier und da überlebt haben. Ich sehe das eher als eine Chance, jetzt neu sozusagen in diese Welt einzusteigen und nicht unbedingt nach Lehren schauen, sondern nach Wahrheit, die jetzt läuft. Und man hat jetzt ein paar gescheite Leute in der Szenerie, die überwiegend korrekte Informationen liefern. Aber ich, auch wenn ich von alten Channelings und Licht und Liebe Fraktion das nicht sagen würde, aber jeder hat auch eigenen Zugang durch Träume zum Beispiel. Oder im Wachbewusstsein
Vision entwickeln, Blick schärfen, anfangen zu laufen, anfangen zu schwimmen. Es kommt nicht irgendwie vom Mond in den Schoß gefallen. Wenn du laufen willst, solltest du anfangen zu laufen, Schritt für Schritt. Wenn du schwimmen lernen willst, musst du halt ins Wasser und 1 Meter machen. Dann irgendwann wird ein Kilometer draus. Ich glaube, es gibt in Wirklichkeit keine reale Blockade, dass der Mensch an eine Tradition angewiesen wäre. Es gibt weniger gute Anlaufadressen, aber die gibt es. Hier kann ich sehr gerne einen empfehlen, der Gorazadin heißt. Da stehen im Internet 150 Videos und 120 Webinare. Es gibt auch Bücher. Ich werde in aller Bescheidenheit sagen, das ist ein sehr gutes Wissen für den modernen Menschen oder in die Form gebracht, die jetzt funktioniert für den Menschen und auch die Zukunftsvarianten aufzeigt. Also einfach eine Empfehlung. Befasst euch damit, es ist alles da draußen zu finden und investiert einfach die Zeit in diese Informationen. Gor, sag mir, du hattest jetzt gerade den Gorazadin angesprochen. Ich mache ja eigentlich nicht gerne Werbung in meiner Sendung. Nein, Aber das ist aus. diese Lehre und oder diese Sachen, die du da erforscht hast die letzten Jahre, kann man dort ein bisschen sagen, du hast in der und der Tradition geangelt und gefischt? Gibt es eine Richtung, wo du sagst, ist es eher buddhistisch, ist es eher schamanistisch? Was ist das, was du da eigentlich, wo hast du deine Inspiration Das her? ist Die Grundlagen? teleologisch, das ist ein Begriff, der auf eine andere Zeitrichtung hindeutet. Wir fassen die Gegenwart immer so auf, als würde sie aus der Vergangenheit sich ergeben. Ja? In Wirklichkeit gibt es sozusagen zwei Linien. Etwas kommt aus der Zukunft hierher. Ja, man könnte das so sehen, dass Dinge, die entstehen, die waren in der Zukunft sozusagen noch nicht manifest und die Manifestation, der Manifestationsvorgang ist eigentlich Eintreten aus der Zukunft in die Gegenwart. So einfach ein Gedanke für alle. Und ich würde das verneinen, dass meine Informationen vergangenheitsbasiert sind, auch wenn sie Informationen über die Vergangenheit enthalten. Ich würde sagen, es ist Synthese, aber es ist eher neuartig, eher auf die Zukunft gerichtet und aus der Zukunft kommend, als an Schamanismus oder Buddhismus anzulehnen wäre. Das ist nicht der Fall. Okay, vielen Dank. Das war jetzt schon ein fortgeschritteneres Konzept, würde ich sagen. Kommen wir nochmal zurück in die Gegenwart. Wir erleben gerade die Situation in der Ukraine, zwischen der Ukraine und Russland. Die Ukraine ist natürlich stellvertretend. Also über das System, was in der Ukraine jetzt wirkt, da wurde, ich glaube, in den alternativen Medien schon sehr viel geschrieben. Wir wissen von Joe Biden und Hunter Biden, von Biowaffenlaboren, von Frau Nuland und Frau Clinton. Ein Glück, dass Frau Clinton keine Präsidentin geworden ist. Welches System repräsentiert denn Russland? Beziehungsweise es gibt ja auch Stimmen, die sagen, ah, in Wirklichkeit ist das eine Verschwörung. Und in Russland gibt es auch also Leute, die bei Schwabs Programm waren, Young Global Leader. Und im Grunde ist das nur ein System, das sind dieselben Leute, die das steuern. Der Krieg ist nur eine Ablenkung, um jetzt eine Krise hervorzurufen. Wie verhält sich das? Ist das ein System oder repräsentieren Russland und Ukraine in diesem Konflikt zwei Systeme? Und vor allem, über das eine System haben wir ja gesprochen. Was wäre denn dann das System Russland? Was würde denn Russland repräsentieren? Ich sehe in Russland so ein Bild. Wenn wir Russland sagen, ist es gut, das im Hinterkopf zu behalten, dass in Russland eine sehr starke Kräfte gibt, auch auf der Regierungsebene, Elitenebene, Oligarchen und so weiter, die absolut pro-westlich orientiert sind,
gepolt. Man könnte sagen, sogar tatsächlich Agenda in Russland durchsetzen. Und das ist nicht jetzt gekommen, jetzt ist weniger davon geworden. Aber eigentlich ist es 30 Jahre der Fall gewesen. Und in den 90er haben sie das Land komplett unter Kontrolle gehabt. So, das ist eine Kraft, die geringer wird. Andere Kraft, sozusagen nationale, ja, das ist eher so die Putin-Partei und hat sich arrangiert, natürlich mit diesen mächtigen Leuten in Russland. Putin ist kein Alleinherrscher. Und die sind bis jetzt noch in der Regierung drin. Das ist ein Balanceakt, den er 20 Jahre lang vorführt, um das Land nicht in eine Revolution abgleiten zu lassen, weil er was Wichtigeres vorhat. Also er hat sie ein bisschen an die Kandare genommen und dennoch er weiß, dass er ein bisschen auf dem Pulverfass die ganze Zeit gesessen hat. So, dann Putin selbst. Vielleicht ein neuer Gedanke für unsere Zuhörer. Putin ist eigentlich ein Westler. Ja? Ein Westler im Sinne von, er ist schon für die Marktwirtschaft im Wesentlichen. Er ist nicht unbedingt dafür, dass Konzerne in privater Hand sind, das kann eher staatlich sein. Aber generell ist er schon für Marktwirtschaft und freies Unternehmertum. Er ist im Prinzip auch für Demokratie. Heißt nicht unbedingt ewige Konflikte und Schlammschlachten und Tauziehen hin oder her. Er betrachtet trotzdem als notwendig, dass verschiedene politische Kräfte im Lande sind und ein bisschen besser sind, als das im Westen der Fall ist. So auch ein bisschen Staat steht sozusagen über politischen Parteien drüber. Er war immer auch Freund von westlicher Kultur und Zusammenarbeit zwischen Russland und Westen. Im Prinzip das Tragische oder Tragikomische an der Geschichte, das ist eigentlich der westlichste russische Führer aller Zeiten vom Westen jetzt als das Gegenteil des Westens verteufelt wird. Das stimmt nicht. Bloß, er ist als Nationalist und Staatsmann oder als Legist, ja, für den so Ordnung und Gesetz über allem stehen, irgendwann Herzen zum Schluss gekommen, dass mit diesem Westen, oder das ist eigentlich Postwesten, das ist das, was wir beobachten, ist eigentlich nicht mehr das Europa, was wir noch vor kurzem gehabt haben. Und diese politische Elite ist auch nicht mehr die von gestern. Dass mit diesen Kräften nichts mehr zu regeln ist. Das läuft einfach aus dem Ruder und alle Versuche scheitern. Putin-Seite. Und jetzt sucht Russland sozusagen mühsam nach einem Weg. Wenn wir uns von der westlichen, globalistischen oder transhumanistischen, genderischen Entwicklungen uns verabschieden wollen, und das wollen die Russen, was ist dann der russische Weg? Was ist das denn überhaupt? Was ist die Idee? Wir sind gerade dabei, eher das Gefühl dafür zu entwickeln, überhaupt zu sagen, wir sind die Alternative. Es müssen andere Werte rein. Nicht Individualismus, sondern das Wir muss rein sein. Traditionelle Werte spielen einen Teil davon. Oder nationale Souveränität, ja, als Gegenzug. Und auch eine spirituelle oder metaphysische Komponente. Es geht in den letzten Jahren immer mehr ins Ethische hinein, diese Abgrenzung. Aber Russland ist noch dabei zu suchen, was ist denn unser Zivilisationsentwurf? Gor, welche Motivation oder welchen geschichtlichen Hintergrund haben denn die Russen, ähnlich wie auch die Ostdeutschen hier, wir Sachsen, diese modernen Werte, nenne ich es jetzt einfach mal, als Angebot des Westens eher abzulehnen und zu sagen, nein, danke, das wollten wir nicht. Was ist dort der Hintergrund? Warum sind da heute so viele Russen hinter der russischen Regierung und hinter dem Kurs von Putin und sagen, wir finden das gut? Und sind sogar bereit, auf McDonald's und Coca-Cola zu verzichten? Ja. Und viele sagen eben, ja, gerade deswegen raus hier. Ja? Also alle freuen sich darüber, dass westliche Unternehmen jetzt Russland verlassen. Zum Teil ist das so eine Trotzreaktion oder eine Reaktion aus Verdruss heraus. Man hat in den 90ern geglaubt, dass man jetzt in Frieden mit Westen leben kann. Man wurde des Besseren gelehrt.
Und es entstand zuerst Enttäuschung, dann Wut. Das ist sozusagen oberflächliche Ebene, warum man überhaupt Nein sagt. Aber es gibt tief verborgenes Etwas, etwas Substanzielles, wo der Russe sagt, ich bin die Alternative. Und ich würde das als hyperboreisches oder arischer Erbe bezeichnen. Ich würde sagen, im Russen ist etwas überlebt, was früher für uns noch als vereintes Volk, die Deutschen und die Russen, oder zumindest mal zwei Brüdervölker oder als zwei Äste auf einem gemeinsamen arischen Ast gewachsen. Arisch ist jetzt nicht im Sinne von nationalsozialistischen Auffassung des Begriffs, sondern rein historisch. Sie haben sich auch Arier genannt. Ja? Und das ist, wo kommt dieser Begriff her? Wo kommt dieser Begriff her? Das ist ein Selbstname von diesem Völker. Gemisch, ich würde Rasse nicht sagen, weil die Atlanter sind auch weiße Rasse. Aber das ist das, was aus dem Norden in Westen und Süden vorgedrungen ist, eine große arische oder man sagt auch Indoeuropäer dazu, ja? Also, oder indoeuropäische Sprachen. Was ist indoeuropäisch, ist im Prinzip Versuch um die Ecke zu erklären, dass das sowohl in Indien auch in Europa gibt. Wieso? Ja, weil es eben das Volk und das Selbstname, das arische Volk, Hyperborei ist auch, eigentlich auch ein griechischer Wort dafür, für die Arier. Ist auch keine Selbstbezeichnung. Das ist diejenigen, die Hyperboreas Land leben, also weit im Norden. Das sind Nordvölker, die bis nach Indien vorgedrungen sind, in Europa und in Russland. So, ob wir sie Arier oder Hyperborea nennen, ich würde sagen, die Russen haben etwas Wesentliches von diesem Ursprung, von unserem alten gemeinsamen Geschichte, etwas behalten. An Wert, an spirituellem Gefühl, an so eine Ahnung, in welche Richtung das geht, was sind die Werte. Und das ist spirituell, das ist schon metaphysisch. Das ist so ein Teil der berühmten russischen Seele. Ja, die Sehnsucht nach einer größeren. Sie sind sozusagen dem Materialismus sehr kurz verfallen, die Russen, so in den 90er. Und dann haben sie relativ schnell festgestellt, nee, Kapitalismus ist eigentlich nicht unser Ding. So, das ist das, was die Russen schon unterscheidet vom Westen. Und sie haben lange im deutschen Volk dieser Verbindung gespürt, auch über große deutsche Denker und Dichter, war immer so zu spüren, dass etwas gibt zwischen Russen und Deutschen, wo wir gleich ticken, etwas Metaphysisches. Und das hat der Russe nur in Bezug auf das deutsche Volk gehabt, nicht auf den Franzosen oder Italiener oder Spanier oder Engländer. Es war immer so dieser sozusagen verschüttete Bruderschaft, auf spirituellem Niveau, im Metaphysischen spürbar. Durch alle Unterschiede hindurch. Ja? Und das ist das, was der Russe jetzt sozusagen hochfährt. Das ist noch nicht geformt, noch nicht ein Konzept gegossener Gefühl, ich bin anders und ich will so bleiben und ihr könnt mir nichts aufdrücken. Ja? Ich bin jetzt dagegen. Das ist so tiefer Widerstand dahinter. Gut, jetzt habe ich eine Frage zum historischen Verständnis. Wie lange habt ihr unter den Bolschewisten, Kommunisten gelitten? Doch wesentlich länger als beispielsweise wir DDR-Bürger. Und warum ist dann diese Eigenschaft bei euch erhalten geblieben und bei zum Beispiel den Menschen in Westdeutschland, die jetzt nur, ich sag mal nur in Anführungsstrichen, 50, 60, 70 Jahre Materialismus, Kapitalismus, amerikanische Kultur gehabt haben und westliche, in Anführungsstrichen, also das, was dort dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg installiert wurde. Warum ist das dieser Funke war ja auch bei den Deutschen da. Und bei den Deutschen ist er verschwunden in diesem Zeitraum und bei den Russen in einem noch längeren Zeitraum und in einer noch zerstörerischen Kulturzerstörung. Ja, und Kampf gegen das Tradierte und Traditionelle, ist es aber erhalten geblieben. Wie kann man das einschätzen, dieses Problem? Das ist Problem? Etwas, was für den Westler, der diese Geschichte nicht miterlebt hat, ist schwerer aufzufassen. Ich habe
gelebt in diesem Land, in der Sowjetunion. Ich habe meine Position gehabt, ich habe sie entwickelt. Ich kann jetzt rückblickend auf diese Geschichte schauen, sagen, der Grundzug von dieser kommunistischen Zeit, auch wenn das eine blutige Phase in sich hatte, ne? Lenin-Stalin-Phase, hat in sich etwas, was eben mit diesem alten Hyperborea oder der Aria zu tun hat. Ich sage, es gibt einen Grund, warum diese kommunistische, nicht Lehre, sondern diese Bewegung Fuß gefasst hat in Russland, weil das vom Volk als etwas Bekanntes aufgefasst wurde. Es ist nicht so, dass die Bauern und Arbeiterklasse da gerne Marx gelesen hätten. Es war nicht theoretisch, das war instinktiv. Und das war das, dieser Kollektivismus oder das Wir, das ist das als Gegenteil von Individualismus, von Kapitalismus, ja, was die Russen durch die Zeiten hindurch eigentlich abgelehnt haben, auf ethischem Niveau. Das ist das, wo die Russen gesagt haben, ja, das kennen wir. Also Gemeinschaftsleben ist wichtig. Neue Welt bauen, Vision, nicht einfach jetzt mit ein bisschen Wohlstand zufrieden sein. Wir brauchen eine gigantische Vision über eine gerechte Welt. Ja, das ist Kommunismus. Ja. So, das sind so Trigger gewesen drin, was die Russen in diese Schiene reingehen ließ. Und sie haben den Kommunismus, den blutigen Charakter von, das ist vermischen Begriffe, ja, im Prinzip trotzkistische Schiene, ja, Weltrevolution und alles in Brand setzen, das haben die Russen schon selbst zuerst ausgemerzt durch die Hand Stalins. Und später haben sie sozusagen aus dieser flammenden Selbstverständnis immer mehr so humanere, ruhigere Gangart entwickelt. Ich habe die 60er und 70er in der Sowjetunion miterlebt. Das war ein friedliches Miteinander. Nach außen war das natürlich eine Atommacht, aber ich habe die reale Bruderschaft, Verbindung der Völker gesehen. Ich habe gesehen, was es bedeutet, dass es keine Menschen zweiten Sorte gibt. Ich weiß, was das bedeutet, dass keine Existenzangst überhaupt da ist. Menschen wussten nicht, was das ist. Das heißt, diese Gerechtigkeit, wir haben alle, nicht bunt, nicht viel, aber wir haben alle das Grundlegende. Und das ist ein völlig anderes Lebensgefühl. Ich sage, es gab etwas in dieser Geschichte, was sehr wertvoll war und wird mit dieser allgemeinen pauschalen Aussage, ach, es war alles einfach nur blutig und Unterdrückung, über Bord geworfen. Es wird dann was Gutes übersehen. Und auf den Punkt, warum ging die Spiritualität nicht unter, lautet die Antwort, dass Marxismus eigentlich eher auf die politische Ebene sich geprägt hat. Politisch. In der Wissenschaft haben die Russen da in 70er Jahren Grundlagenforschung betrieben, die hier als blanke Esoterik angesehen wurden. Es wurde nicht verboten. Die spirituelle Entwicklung war da in der Kultur, in der Literatur, sogar in der Wissenschaft. Es wurde gar nicht kommunistisch angesehen. Also es war nie so der Fall, dass alles erstickt worden ist und dann plötzlich 70 Jahre später haben die Russen doch Luft geschnappt und auf ihre Wurzeln besonnen. Es war nie weg. Ja, Gor, jetzt ist es ja auch so, Russland ist ein Vielvölker- und auch ein Vielreligionsstaat. Es gibt jetzt in Russland wesentlich ältere Blüten, religiöse Blüten, als diese junge, jetzt neue spirituelle Bewegung. Du sagst, das ist jetzt noch eine Suche und das ist noch sehr jung. Jetzt gibt es andere Gruppen auch in Russland, die sind wesentlich älter und wesentlich mächtiger und einflussreicher, würde ich sagen. Das ist von Landesteil zu Landesteil verschieden. Am Baikalsee sind das wahrscheinlich eher die Buddhisten. Und in Moskau sind es wieder andere.
Und am Schwarzen Meer oder Richtung Sotschi werden es wieder andere Gruppen sein, ja, kulturell, geografisch. Ist denn diese junge Pflanze, ja, sie ist eine Gegenbewegung gegen dieses westliche Modell, aber ist sie denn in der Lage, diesem Druck durch Konsum und individuelle Freiheit und Materialismus standzuhalten? Weil das war ja letztlich auch bei den Sowjets dann das Problem am Ende. Ja, es gab ein sehr hohes Maß an Sicherheit, das wird gerne vergessen, wie du sagst. Aber letztlich ist es ja so, der Laden war am Ende kaputt. Und im Westen fuhren schöne Autos und da gab es schöne Fernsehapparate und da gab es ein vermeintlich höheres Maß an Innovation. Und es gab ja auch wirklich, das muss man schon ehrlich sagen, auch viele Menschen, die unter der Einschränkung der individuellen Freiheit eben stark gelitten haben. Und das macht das so. Wie verhält sich das jetzt im heutigen Kontext mit dieser Suche, mit dieser neuen Bewegung in Russland? Sie hat sozusagen innere Kontrahenten durch andere religiöse Gruppen und äußeren Kontrahent durch dieses westliche Angebot, was immer noch da ist. Ja, du hast jetzt die Seite vom Sowjetsystem erwähnt, die war auch da, tatsächlich. Menschen haben unter Einschränkung, Reise und so weiter, ja, auch gelitten. Stimmt ja alles, ist bloß bekannt. Ich habe andere aufgezeigt, es war kein Propaganda pro, sondern einfach nur Vollständigkeitshalber. Diese junge Pflanze, spirituelle, sie ist zum Teil jung, teilweise wird er sozusagen neu erfundenes Alter. Zum Teil, wie du auch sagst, hat vieles überlebt. Und zwar nicht nur die kommunistischen Zeiten, sondern die davor gewesenen christlichen Zeiten. Vieles Heidnisches oder besser gesagt Arisches oder Vedisches, wenn wir schon von arischen Spiritualität reden, an Lehren, Praktiken, Wissen hat überlebt, tatsächlich. Wenig im schriftlichen Bereich, aber vielen Traditionen. Und da gibt es in Russland, in Sibirien, wo ich herkomme, sogar ganze Dörfer, wo Menschen sich da irgendwo im 17. Jahrhundert sich komplett von der Zivilisation abgeschnitten haben. Und diese alte Tradition, die ist viel mit auch mit Magie verbunden, heißt nicht schwarze Magie und Hokuspokus, sondern das ist eine vedische magische Tradition. Vieles in Russland hat explizit oder implizit überlebt. Und die neuen, die jetzt sozusagen Konzepte für die Zukunft schmieden, sie docken sehr stark an diesem alten vedischen an. Muss auch, und das ist auch nicht der Ansinn von Löwen, dass sie alles eins zu eins versuchen zu übernehmen oder einfach nur erforschen, wie es war und reproduzieren. Sie sind kreativ, das finde ich gut. Und ich sehe, dass diese Richtung sehr wohl jetzt gewinnt gegen diesen Materialismus, dass Menschen zeitweise jetzt angenommen haben, schon zur späteren Sowjetzeit, wo aus dem Kommunismus der Geist raus war. Ja, die Puste war weg, Leute hat das nicht mehr begeistert. Ja? Deswegen sind sie auf Materialismus umgestiegen und das hat dann Jahrzehnte gedauert, aber irgendwie so seit 15, 10 Jahren ist diese Gegenbewegung zu den Wurzeln, aber auch zu der neuen spirituellen Metaphysik sichtbar. Sie sind jetzt am Drücker, sie sind am Vormarsch, sie sind in der Offensive jetzt und die Materialisten, sozusagen das westliche Agenda, sind in der Defensive, aber dermaßen. Es ist, kann man tatsächlich sprechen von einem Erwachen, das wir beobachten, ein archspirituelles Erwachen, sehr national untertönt, aber es ist letzten Endes ein metaphysisches Erwachen des Volkes und es geschieht dank der Tatsache, dass diese alte spirituelle Tradition nicht gestorben war. Ja, jetzt zeigt sich dieser Konflikt, der offenbart sich in diesem Ukraine-Konflikt,
jetzt hat China und auch Syrien und ich glaube auch der Iran sowieso und es gibt ja auch diese Allianz der BRICS-Staaten, Russland da mehr oder weniger offiziell, teils inoffiziell oder informell seine Zusicherung, also seine Zusage zugesichert. Welche Rolle spielt denn China? China könnte man ja jetzt denken, ist der Vorreiter dieser ganzen transhumanistischen Agenda. Ist es auch. Einige Staaten, vor allem China, Indien viel vorsichtiger, stark natürlich auch Iran, Venezuela, Kuba, Nicaragua, unterstützen mehr oder weniger offensichtlich Russland. Einige tun sie das, ohne das öffentlich zu machen. Es ist jetzt gerade ein Umschwung. Ich sage jetzt abgesehen vom Westen, viele haben kapiert, das Spiel wird jetzt geändert, das globale Spiel. Und sie versuchen, sich da eine neue Rolle zu finden. Wenn man bedenkt, dass Biden jetzt vor 2 Tagen die Busse von Saudi-Arabien, den König, ja, oder den, der König ist ja schon zu alt, und den von Vereinigten Arabischen Emiraten angerufen hat und haben den Anruf nicht entgegengenommen. Sie haben einfach nicht reagiert, also nicht erreichbar. Was müssen diese Araber wissen, was die europäische Politiker nicht wissen, dass sie sich so eine Dreistigkeit erlauben gegenüber vom Weltboss? Ja, ist nur ein Strich zu diesem Porträt. Also es gibt Länder, und sie werden mehr, die jetzt auf Russlands Seite vorsichtig wagen, weil sie sehen, spüren, und auch ihrem Wunsch. Sie sind auch, haben einen Verdruss, eine Wut davon, dass ein Welthegemon, ein Weltboss allen da vorschreibt, wie sie zu leben haben und wenn sie es nicht folgen, auf die Schnauze hauen. Also das wird jetzt sichtbar, dass viele Länder sich sozusagen Russland vorsichtig anschließen. China, wie du richtig sagst, ja, wäre sozusagen ein natürlicher Partner. Humanisten, sie haben da ihre Computerisierung, Digitalisierung und Sozialkontrolle so weit ausgebaut, man könnte sagen, Vorzeigeprojekt. Aber wir sehen hier, wie die nationale Schiene komplett querkommt, weil sie haben trotzdem, sie sind nicht einfach Roboter, sie sind trotzdem Chinesen mit ihrer Tradition, mit ihrem Stolz, mit ihrem Verständnis, was Gerechtigkeit ist und mit ihrem auch, das gefällt uns nicht. So, da sehen wir, dass es nicht niemand gibt, sondern diverse Interessen. Und auf die Frage, die wir noch nicht eingegangen sind, welches Projekt dann vertritt Ukraine, dieser Clash jetzt, Russland und Ukraine. Ich würde sagen, Ukraine auf politischer Ebene hat sich zur Speerspitze des globalistischen Westens gemacht, einer globalistischen Elite gemacht, die über kriegerische Schiene Russland ausschalten will, weil Russland auf dem Wege zur NWO steht, wie China übrigens auch. Ja? Und das hat Brzezinski nicht zufällig gesagt, ist auch richtig, über die Ukraine können wir Russland. Ukraine hat sich zur Verfügung gestellt und hat sich ohne NATO-Mitglied de facto in ein militärisch gesehen in NATO-Staat umwandeln lassen und jetzt kam zu diesem Konflikt, was unvermeidlich war. Was hier der Hintergrund bei der Ukraine ist, es ist nicht einfach, sie haben sich nicht einfach so, sie haben tatsächlich bewusst diese Position bezogen als Anti-Russland. Dafür gibt es Gründe. Das ist ein schwieriges Verhältnis zwischen dem russischen und ukrainischen Volk, eine schwierige Selbstauffassung der Ukrainer. Sie fühlen, denken, leiden darunter, dass sie sozusagen in der Geschichte zu kurz gekommen sind, dass sie nicht ernst genommen werden, ja? Und dass sie immer so im Schatten von diesen großen russischen Bären da stehen und das schmeckt ihnen nicht. Das sind alles reale Faktoren. Charakter des Volkes ist anders als der Charakter der Russen. Also all diese Sachen und einige anderen haben dazu geführt, dass Ukraine von sich selbst wirklich diese Position nicht vor 8 Jahren, es ist schon länger, immer mehr eingenommen haben. Und sie haben gehofft, und das ist nicht in Erfüllung gegangen, dass sie sozusagen zum Teil von Europa werden.
dass sie sozusagen die Speerspitze von Europa gegen diese Mörder Russland werden. Ja? Und in Wirklichkeit wurden sie jetzt unter die Räder von Russland geworfen. Ja? Und jetzt haben sie kapiert, Außerschaftsaktionen kommt wahrscheinlich auch nichts. Auf jeden Fall ging es nicht um die Ukraine, sondern NATO oder USA-NATO. Und dann, dass dieser große Konflikt eigentlich ausschlaggebend ist und Ukraine ist ein Stellvertreter. Und hier wird alles abgehalten, zumindest in dieser Phase. Ich sage nicht, dass dieser Krieg mit einem Sieg Russlands in der Ukraine endet. Meine Prognose ist, dass schneller oder langsamer eskalieren wird und auf Europa übergreifen. So die Hintergründe zwischen dem russischen und ukrainischen Projekt. Es ist tatsächlich, es kommt hart auf hart. Es ist kein Missverständnis. Es ist kein Fehler im System. Es sind tatsächlich real gewordene, hart gewordene, sture Positionen. Deswegen kam das zu diesem Aufprall und die Ukrainer kämpfen real, stark. Sie haben nicht einfach die Position aufgegeben anhand des überlegenen Gegners. Sie kämpfen für ihr Land, für ihre Überzeugung. Jetzt tatsächlich sind sie auf Stein. Es kommt hart auf hart. Ja, jetzt wissen wir ja, dass diese Gruppen, die hart kämpfen in der Ukraine, einen relativ kleinen Anteil ausmachen in der Westukraine. Dann gibt es die Ostukraine und dann gibt es dazwischen viele Menschen, die haben russische Familienangehörige, die haben ukrainische Familienangehörige. Und diese Leute, glaube ich, die so dazwischen sind, die haben, glaube ich, auch gesehen, wer bei Maidan die Kontrolle übernommen hat, wer diese Situation Maidan für sich genutzt hat, wer dann an die Macht gekommen ist, von wem diese Leute unterstützt wurden und wie diese Leute in den letzten 8 Jahren in der Ukraine agiert haben. Und diese Leute sehen jetzt natürlich auch, wie diese Leute sie als Schutzschilde missbrauchen, ja, und einsperren. Von daher stehen doch die Chancen vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass die Militäroperation. Ich erinnere mich nur, wenn ich die Medienberichte höre an Syrien, da hieß es auch lange, die Russen haben keine Chance, Assad hat keine Chance, das ist alles schlecht, was die dort machen. Und 2 Monate später war aufgeräumt. Ich sehe durchaus auch das Potenzial, auch wenn es jetzt nicht eine Woche dauert, sie hätten es in einer Woche machen können, aber dann wäre zu viel Kollateralschäden gewesen. Ich sehe die Chance, dass sie es langsam machen und dass sie die ukrainische Bevölkerung für sich gewinnen. Und wenn sie dann einen russischen Marshallplan machen, mit Hilfe der Chinesen, und das tun, was jetzt 8 Jahre lang unter Poroschenko und so weiter nicht passiert ist, dass sie das Land wirklich aufbauen, dann sehe ich dort durchaus auch die Chance, dass sich das umkehrt, dass aus der Speerspitze gegen Russland die Speerspitze gegen den Westen wird, weil ja die Ukrainer am Ende auch spirituell, geistig einen ähnlichen Drang verspüren. Also das ist eine gute Analyse. Ich bin zwar nicht so optimistisch, dass es schnell und so leicht geht, aber das ist genau der Plan, was du zeigst. Es ist das, was die Russen wollen am Ende. Dass sie sozusagen die Ukrainer, deswegen läuft die Operation auch sehr langsam, weil sie am Anfang, sie haben Russen sogar Verluste hingenommen auf eigener Seite, damit möglichst wenig Schaden sogar der ukrainischen Streitkraft beigefügt wird. Sie haben in den ersten Tagen sogar Hoffnung gehabt, möglichst wenig Verlust auf den Seiten, schon von Zivilisten gar nicht kommen, natürlich. Weil Kämpfe, Hauptkämpfe laufen jetzt auf Territorien, wo die Bevölkerung sich als russisch definiert. Als ich von der ukrainischen Haltung gesprochen habe, ich habe natürlich diese 10 Millionen Menschen, die sich als Russen überwiegend definieren, der Ostukraine, nicht angesprochen damit. Also natürlich ist der Plan mit möglichst wenig Verlust, das bedeutet auch langsam, keine Teppichbombardierungen, ja, sondern dort also mit möglichst wenig Opfern zu kommen zu einem Regimewechsel. Ja, sie brauchen diese Gehirnwäsche der letzten Jahrzehnte und Jahre.
die müssen sie rückgängig machen, müssen sie propagandistisch, aufklärerisch, Schulen, Fernseher und so weiter, sozusagen das alles bereinigen. Ne? Sie haben ein Riesenproblem mit gewichtigem nationalistischen Anteil in Streitkräften an der Macht, Nationalbataillone, die sind sehr hart antirussisch eingestellt. So, diese Kräfte muss man in den Griff bekommen. Also das ist alles ein mühsamer und teurer Prozess. Aber Russland sieht sich gezwungen, das zu lösen. Weil so weit wie es gekommen ist, ist es so gefährlich geworden mit Biolaboren, mit morgen möglicherweise Atomwaffen. Und das ist keine Floskel. Ukraine war eine Atommacht. Wenn sie die Bomben da 91 ausgeliefert hat, heißt nicht, dass sie Technologien verloren haben. Sie haben Uran, sie haben Plutonium, sie haben Wissenschaftler, sie haben alle Zentrifugen und so weiter. Sie sind imstande, im Unterschied zu Iran, innerhalb von Monaten das zu produzieren. Das ist ja der Punkt. Also es war so brenzlig, schon ganz geschweige von 8 Jahre lang andauerndem Krieg in der Ostukraine. Und wenn niemand davon Notiz nehmen will, dass 14.000 Russen dort in diesen Jahren getötet worden sind, die meisten Zivilisten. Die Russen beenden jetzt diesen Krieg. Und sie haben in der westlichen, aus der westlichen Perspektive einen Krieg gestartet. Aus der russischen Perspektive müssen sie diesen langen, ewigen, immer gefährlich werdenden Krieg in der Ostukraine beenden. So, das sind so die Unterschiede, die hier nicht auf dem Schirm sind. Man merkt, du stellst jetzt hier eine wirklich 180-Grad verdrehte, sage ich jetzt einfach mal, Darstellung zum Mainstream dar. Man hat das auch gesehen an dem Beispiel Annexion oder Sezession. Also die Krim-Bewohner selber sagen, es war eine Sezession. Die westliche Presse sagt, es war eine Annexion. Gor, ich glaube, wir haben wirklich die politischen Dimensionen wirklich gut abgeklopft. Ich würde zum Schluss gerne noch mal zum Geist. Wir haben über Pole Shift und Kataklysmen gesprochen. Du sagtest in einem deiner Vorträge, dass diese kosmischen Veränderungen, die aus äußeren Bedingungen auch zu einer Änderung im Bewusstsein führen werden. Was hat es damit auf sich? Wie werden wir das spüren? Merken wir es schon? Was passiert? Viele merken das schon. Viele erleben das, ohne zu merken. Und es ist auch ein Prozess, der sich beschleunigt. Also im Prinzip ist es so, dass auf physikalischen oder energiemessbaren Ebene es ist leichter begreiflich für die Menschen. Ja, wenn Magnetpol stärker gemessen werden kann, ist das sozusagen für den Menschen etwas Festes, etwas Verständliches. Wenn wir dann über die spirituelle Transformation reden, dann haben die Menschen sozusagen keine Brücke. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wenn wir über einen übergeordneten Begriff ins Spiel bringen, Änderung der Realitätsbeschaffenheit, ja? Dann spüren wir plötzlich die Dimension dessen, was passiert. Die ganze Realitätsbeschaffenheit ändert sich, bedeutet auch eine Wahrnehmung. Die Realitätsbeschaffenheit, wie auch Naturgesetze, ist nicht ewig. Es sind sozusagen Varianten für Epochen. Wie wird die Welt gesehen, wahrgenommen? Dazu gehören Hardcore physische Parameter, Schwerkraft, Ätherdichte, Strahlung und so weiter. Aber auch natürlich Wahrnehmungsparameter, Bewusstseinsparameter, Linearität, Kausalität. Kann der Mensch nur linear oder kann er clustermäßig denken oder zum Beispiel Zeit wahrnehmen? Also wir reden davon, dass jetzt die Realität sich ändert und es hat eine spirituelle Komponente. Die wird immer stärker zu spüren sein. Sie ist natürlich gekoppelt an Strahlung, an Sonne, an Äther, an Magnetfeld auch, weil Magnetfeld zum Teil ein Träger ist, ein Cloud. Ja, wir unterstützende, aufladbare Trägerschaft des Mentalen.
der Menschheit. Ja? Das hat alles absolut mentale, psychische, aber auch metaphysische Komponente. Und ja? Gor, jetzt, das war sehr, sehr theoretisch, sehr wissenschaftlich. Was bedeutet denn diese Veränderung im Bewusstsein wirklich konkret? Ja. Ich weiß, was es bedeutet, wenn ich Schlafmangel habe für mein Bewusstsein. Dann weiß ich, aha, Schlafmangel, oder wenn ich Alkohol trinke, weiß ich auch, was das mit meinem Bewusstsein macht. Aber was machen denn diese Und kosmischen Veränderungen mit das mir? Das ist leider nicht Wodka, sondern nur Wasser. Ja. Ich würde sagen, von einfachen Dingen angefangen, dass der Mensch zum Beispiel anfängt, und das kann ich behaupten, weil ich das bei vielen bereits gesehen habe, fängt an, zum Beispiel Äther zu sehen. Ätherfluktuationen, Äthergeometrien im Himmel oder auch im Raum. Lichtkomponenten, die früher nicht sichtbar worden sind. Akustische Komponenten, genauso wie etwas unsichtbar ist, ist etwas auch unhörbar, aber im Raum enthalten. Menschen bekommen einen anderen Bezug zur Zeit. Oder sie fangen an, Aura, noch undeutlich, aber zu sehen. Das bedeutet sehr viel für die Menschen, die in diesem Prozess bereit sind, also Pioniere jetzt sozusagen. Weil wie bei hunderten Affen, weißt du, für die Ersten ist es schwierig, ein neues Handlungsmuster, Wahrnehmungen zu erarbeiten. Und für die, die später kommen, wird immer leichter. Irgendwann wird für den letzten sozusagen hundertsten Menschen, jetzt nicht ein Affen, alles einfach geschenkt sein. Er wird plötzlich sagen, oh, jetzt sehe ich das und jetzt höre ich das, jetzt kann ich etwas, ich denke anders, von jetzt auf gleich geschenkt. Dieser Prozess gewinnt an Tempo. Das Stein ist ins Rollen gekommen und es wird immer schneller rollen. Es werden signifikante Veränderungen der Realitätswahrnehmung und auch Erschaffungsmöglichkeit, Manifestation der Ereignisse. Der Gedanke wird schneller zur Realität. Menschen werden zum Teil baff sein, überrascht sein, wie anders die Beschaffenheit der Realität geworden ist. Sie werden wirklich, viele werden denken, ich bin verrückt geworden. Und die nicht auf Angst gebaut sind, werden sagen, wie geil ist das denn? Jetzt kann ich die Realität viel besser steuern. Und gibt es dort jetzt Tipps und Tricks? Wie verhalte ich mich bei einem globalen Bewusstseinswandel? Gibt es Kompassnadeln durch Träume, durch Visionen, die man tagsüber hat, wo einem konkret gesagt wird, du musst jetzt das und das tun. Hast du Tipps und Hinweise, wo du sagst, jetzt für diese neue Zeit, die ansteht, die natürlich, wie wir jetzt besprochen haben, die letzten 2 Stunden, damit verbunden ist, dass das Alte loslassen muss und das Alte ist bereit, dafür zu kämpfen. Dasselbe findet ja auch in uns drin, sozusagen im Individuum, im Einzelnen statt, weil wir ja auch, wir sind nicht schwarz oder weiß, wir haben auch solche Aspekte und solche Aspekte und manche Aspekte müssen sterben, sie können nicht mit in die neue Zeit gehen. Was empfiehlst du da? Gibt es bestimmte Literatur, die das beschreibt, oder gibt es ein paar Tipps, ein paar, ja, so ein paar Eckpunkte? Übergang in die ich neue Zeit. Ich würde das nicht auf eine Methode, auf einen Lernprozess jetzt runterbrechen wollen, weil das zum Teil so ein zweischneidiges Schwert ist. Der Mensch, wenn er anfängt, so sozusagen Methoden zu lernen, und bekommt so ein Gefühl, wenn ich alles gelernt habe, dann lege ich los. Ja? Also um dem vorzubeugen, würde ich sagen, es ist viel einfacher, als man denkt. Ich kann 2 entscheidende Komponente nennen. Dafür, das eine wäre das Format. Format wechseln. Wenn du dir sagst, es geht gar nicht um mich, es geht jetzt um die Welt, um den Planeten und den gigantischen, einmaligen Sprung in der Geschichte, wie super, dass ich jetzt zu dieser Zeit inkarniert bin und ich kann da mitmachen und ich kann auch groß wirken,
Ja, weil das Bewusstsein unbegrenzt ist. Ja, ich kann an der Vision der neuen Erde arbeiten. Ich kann tektonische Prozesse steuern. Ja, so richtig übersteigert, begeistert in das große Format eintreten. Das ist etwas, was befreit von diesem kleinen in Angst da in der eigenen Schale stecken zu müssen. Das ist etwas, was ein bisschen das Gegenteil vom Loslassen ist. Ja? Wenn Menschen denken, ich muss zuerst etwas loslassen und dann, und das passiert nicht. Ich sage, das neue Ergreifen ist automatisch das Loslassen Zugreifen. Des Alten. Ja? Oder ja. Wie der Friedrich Schiller das gesagt hat, ja? Wirf das Alte weg, lass es fahren. Ergreif das Neue mit deinem ganzen Herzen, ja? Großartige Worte. Ich meine, das ist ein Prozess. Ergreifst du das Neue, ist das Alte schon bumm und du hast nicht mal gehört, dass es auf den Boden gefallen ist. So. Und das Zweite ist Direktwissen. Direktwissen kann als Intuition kommen. Es kann ein Handlungsimpuls kommen. Es kann als Gedanke kommen. Ist im Prinzip, es ist egal, auf welche Schiene das in dein Bewusstsein eintritt. Aber das Direktwissen ist Wissen, was zu tun ist. Ja? Es ist nicht etwas Theoretisches, ja? Nicht ein Versuch, dann die Welt noch ein Tick besser zu verstehen, sondern das ist ein Wissen, was zu tun ist. Das hängt mit diesem Format zusammen. Wenn der Mensch auf die zwei Sachen beherzigt, großes Format, ich bin Mensch, ganz groß, nicht ich bin ein Menschlein hier und wie komme ich durch, ja, in diesem kataklysmatischen Phase, sondern wie steuere ich das, wie reite ich jetzt die Welle, ja, wie erschaffe ich die Zukunft, A, und B, praktisch, der Gedanke, direkt Wissen, Gefühl, direkter Handlungsimpuls, Instinkt, vieles ist auf der instinktiven Ebene goldrichtig. So, dieses Direktwissen, was zu tun ist, ist der Kompass. Und das Format ist sozusagen deine Rettung aus der Kleinheit. So, in diesem Modus wird der Mensch dieser gigantischen Herausforderung der kommenden Zeit und der auf uns zu rollenden Welle gut meistern können.